Musst du schnell so. So. Jetzt so tun, als wenn wir hier noch nicht gewesen wären, ne? Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter beim Bartmann in Mannheim. Wir gestalten hier den Barbershop komplett um. Es wird richtig gut. Im Hintergrund seht ihr schon die Betonoptik, da oben die rostigen Gitter. Und heute geht's weiter mit dem VIP-Bereich. Hier machen wir eine Kalk-Marmor-Spachteltechnik und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Hey liebe Leute, ich muss sagen, die Jungs sind sowas von schnell, ohne Witz. Ich bin jetzt wieder hier reingekommen, habe ein paar Videos gemacht und die sind jetzt schon im VIP-Raum am Werken und haben innerhalb von 10 Minuten zwei Wände gemacht, also krank, Leute. Hey Jungs, Jungs, schneller, schneller. Jalla, jalla. Jalla, jalla. Das wirkt hier ein bisschen gelblich auf dem Video. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen Farbton findet und gehört so eine dunkle Farbe auf die Wand oder nicht. Ich muss kurz den Zuschauern erklären, was wir jetzt machen. Wir haben nämlich jetzt Tag 2 für die Kalk-Marmor-Spachteltechnik und jetzt... Scheibe ist dreckig. Stopp? Scheibe ist dreckig, oben von der Seite. So, wir haben jetzt den zweiten Tag. Jetzt müssen wir die Spachteltechnik von gestern, die Kalk-Marmor-Spachteltechnik... Jetzt erstmal die Unebenheiten ungeraden. Erstmal abkratzen so ein bisschen, die Fläche ebnen und danach machen wir die zweite Lage drauf. So sieht's aus. Beim Arbeiten bei hochwertigen Spachteltechniken wichtig ist, ist die richtige Beleuchtung. Und dazu immer mit indirektem Licht arbeiten und die Fläche schön von der Seite beleuchten. Und dann kann man schön jede Unebenheit sehen, jeden Spachtelgrad, alles kann man ordentlich vorher wegschleifen, bevor man dann den weiteren Aufbau macht. So, es geht jetzt weiter mit der Kalk-Marmor-Spachteltechnik, die hinter mir. Jetzt wird die zweite Lage aufgezogen und dann wird das Ganze auch noch verpresst. Ja, das machen wir jetzt. So, die zweite Lage aufzuspachteln ist etwas aufwendiger. Hier tragen wir erst eine Schicht dünn auf, schön gleichmäßig, und müssen das dann, sobald das Material handtrocken ist, verpressen wir das. Das machen wir mit der Traufel, das wird leicht angenässt, angeraut, dass das Bindemittel etwas rauskommt, und dann verpressen wir das, sodass wir am Ende eine glatte Oberfläche bekommen.
Die Kalkmarmorspachteltechnik von gestern ist trocken. Das Ganze haben wir in zwei Lagen verarbeitet und heute kommt noch eine Versiegelung obendrauf, da kommt eine Wachsseife obendrauf, um die Oberfläche zu schützen, dass wir einfach da Verunreinigungen und so einfach nicht in die Tiefe eindringen. Das machen wir jetzt noch und dann haben wir die Oberfläche auch fertig. So, die Kalk-Marmor-Spachtel-Technik ist fertig. Mir gefällt es richtig gut. Wo kann man so eine Kalk-Marmor-Spachtel nehmen? Im Prinzip in jedem Wohnraum. Das sorgt für ein super angenehmes Klima, weil es kann die Feuchtigkeit aufnehmen, wieder abgeben. Das ist ein natürliches Material und sieht auch noch klasse aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like, abonniert auch gerne meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch über jedes Feedback. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.